läuft ja schon. Oh, lol, okay. Hallo, willkommen zurück zu Podcast, ne? Endlich wieder. Und das war jetzt echt ein langer Aussatz mal wieder. Ich hätte hier den Cut gemacht, aber ja, jetzt spielen wir weiter. I kind of have a bit of bad news. Yeah, I know. You don't want to hear any more bad news after the security override. I couldn't do. My records of this sphere are out of date, to say the least. There should be an exit after the third section of this test. However, I don't know if getting there will be that easy. You got it in you, though. You're my Olympian, who might not have a beating heart anymore. Yo. Ihr könnt auch selbst nachlesen, also ich bin manchmal halt nicht ganz schnell. Genau, das sieht schon so aus, das ist ein bisschen angesprüht. Ich hab's eh auch mal gespielt. Auf die Seite mal noch was. Aber. Und, die Waffe. Okay, das ist die Seite. Einmal. Und jetzt haben wir das auch, wie es aussieht. Das ist ein bisschen dunkel. Moment, doch mal kurz. Für euch sollte es hell sein, aber für mich. Für mich nicht, nein. Für mich war es. Oh, jetzt ist es schön. Oben sind wir und jetzt hier ein Portal. Hier ist alles gut draußen. So, ja. Und da. Dann hier runter. Hier ist das Portal. Auf den Knopf drücken. Und. Bam. Ja, dann auch selbst rein. So, jetzt zieh ich den. Erstmal da drauf gehen kurz. Das heißt, das haben wir auch so ein Speeding. Okay, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Das muss man jetzt einfach schaffen. Moment. Ich schaue mal schnell nochmal nach. Ob's dann. Ich schaue schnell nochmal nach, wie. Tastenbelegung wegen dem Speichern. Speichern. Ah, genau. Schnell laden, schnell speichern. Okay, ist F6 ist speichern und F7 ist laden. Okay. Okay. Schön. So, wir können es nicht schaffen. Ah, nach unten. Okay, da nach unten. Okay. Gut, was haben wir denn hier oben? Hier oben ist eine Fläche, oben ist ein Ding. Ich geh erstmal auf die andere Seite. Stopp. Ich Darmportal hin. Das Darmportal. Nein. Darmportal. Okay, jetzt komme ich da gleich richtig rausgeschossen. Finde ich cool Trick. Und zwar springe ich rein und dann schießt dort in den Portal. Das liegt durch. Wait a second, I'm getting some strange voice coming through. Stelle sie durch. I'll patch it through. Scanning Lima Whiskey. Scanner 70% complete. No vital signs detected. Initiating flooding procedure. That's coming up from new app. Das kommt von neuen App. What's that? My scans are going nuts. Something's happening. Was hier, die Sphäre ist nicht stabil. Get out of here. Raus hier, lauf. Okay. Hey, ich mach ganz chillig. Das ist hierfür. Den stellen wir mal hier drauf. So. Ja, schauen. Ja, genau, wir spielen hier die härtere Version. Die ist nicht ganz so leicht wie die andere.
Und bei der anderen Version ist es noch so, dass das untere Mund weggeht. Naja, teilweise sind immer so ein paar Sachen leichter. So, jetzt. Ist wieder dasselbe. Wir fliegen durch und schießen wieder ein Portal. So, perfekt. Drück mal den Knopf und jetzt ist für immer aktiviert und da können wir durch. Okay, also ich kann es hier einsoßen, aber kriegen jetzt auch gerade nicht so viel. Ich gehe jetzt mal durch. Und schießen jetzt aber an. Okay. Okay, das ist natürlich ganz schön gut, wie ich das gemacht habe. Jojo, mach das nochmal. Gehen wir einfach mal hier hin. Komm schon. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann jetzt hier rein. Und dann noch mal. Und dann sind wir da oben. Und dann wieder ein. Und dann hier durch. So. Na. Sind jetzt. Ernsthaft meine Portale gelöscht, weil ich bis an die Wand geklatscht bin. Das machen wir gleich nochmal so. 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 Und jetzt sind wir oben, passt. Jetzt hier anschießen. Runter. So, hier rein. Okay. Jetzt können wir blau hier anschießen und hier sind wir durch. Wie. Hä, wieso komme ich hier gar nicht gescheit raus? So, jetzt ist gut, das haben wir und das ist jetzt für die zwei Sachen. Schießen da ein Portal hin, schießen da ein Portal hin. Und dann durch. Mensch, muss wahrscheinlich noch so ein bisschen quer rein. Okay, ich wollte mal rauf. Deswegen. Perfekt. Ich wollte halt noch ein bisschen los. So, jetzt. Ah, ich darf nicht mit dem. Geht ja nicht. Das geht ja nicht. Hö. Du drauf. So, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. So. Immer weiter. Stimmt, das ist das Logo hier oben. Oh nein, das Logo oben in der Ecke, dieses Lade-Logo da. Und das von Aperture, das Logo. Und das ist gemischt und das ist dann das Public Stories mehr Logo. Okay, ja. Wahrscheinlich seht ihr meine Maus nicht. Ich in meine Rolle rumgekommen und seht die Maus nicht drauf. Aber es ist ja nicht schlimmer, einfach auch das Spiel ja eigentlich. Und das war völlig wichtig. Yo. Ich hab hier Hunger. Da fällt's auf. Jo. Da ist es. Die Explosion hat die ganze Zivilisation vergiftete Schmiere hochgejagt. Komm da raus, komm zum Zustand raus, wir müssen hier raus. Es ist nicht sicher. Geh zum Kontrollzentrum. Da gibt es ein Schleusungstor. Ja, warte, kann ich nicht lesen. Ihr seht es immer alles unten. Genau. Genau. Und ich muss nämlich ein paar Folgen jetzt wieder vorproduzieren, weil Aperture Tech, wenn ihr das seht, ist Aperture Tech schon ein bisschen vorbei und es war richtig gut vorproduziert. Also ich hatte das ist echt lange. Okay, es explodiert alles. Felsen fallen überall runter und du nimmst den Aufzug.
Was ist, wenn der Strom ausfällt? Da bist du gefangen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Aber man nimmt irgendwie automatisch einen Aufzug. In dem Fall habe ich jetzt, obwohl ich wusste, dass es so ist, habe ich nicht dran gedacht in dem Moment. Das ist auch so, dass es noch so war. Ich habe ihn einfach genommen, so aus Automatik. Weil er einfach ein Aufzug war, ja, Aufzug nehme ich. Man kann auch die Treppe nehmen. Weiß ich. You gotta get out of there. The Rose, du musst raus hier. Dieser Raum füllt sich mit Rauch. Okay. Hier ist ein Feuer. Das müssen wir wohl löschen. Hier gibt's. Können wir nicht rein. Hier ist ein Control Room. Gehen wir mal raus. Good. At least you won't suffocate in this room. Gut, wenigstens bist du diesen Raum nicht ersticken. Aber du musst immer noch einen Weg zum Schleusweg zu finden. Gibt es da irgendwas, mit dem du das Feuer ausmachen kannst oder so? Wow, was macht das? Du willst alles über den Kopf einstürzt. Willst du das alles über deinen Kopf einstürzt? Ach so, jetzt erkenne ich das wieder. Schaut mal. Nein, das könnt ihr ja nicht sehen, wissen, aber das komme ich später hin. Das ist mir nicht auch richtig aufgefallen. Ah, schau mal hier schön. Das ist dieses Rohr schon freigesprengt. Ja, jetzt. So, das ist dieses Spiel, die funktioniert hat. Oh, lauf los. So, was ist noch etwas passiert? Wow. If you had been there a few seconds earlier, you'd have been incinerated. Thank the maker you were, though. I need the muscles. Ja, genau jetzt. Achso, man kann. Ja, stimmt, die genau. Man kann die auch aufheben. Man kann die. Nee, ich dachte natürlich nicht alle aufheben. Das wäre natürlich zu aufwendig. Und. Müssen die alles einprogrammieren? Ja. Aber den kann man aufheben. Cool, ne? Stylisch. Und wenn man dann sowas machen kann und dann hier so drauf spielen kann. Hier so drauf springen und dann kann ich jetzt hier so drüber springen. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist, ob ich da drüber springen sollte. Ich kann ja mal speichern und es mal ausprobieren. Okay, bad news! When the pump station blew, the floodgates opened up. Oh, warte mal. Toxic goose rising fast. Warte, ich will das mal kurz nochmal laden. Kann man da quasi echt einfach runterspringen? Und man muss da quasi nicht. Das will ich jetzt ausprobieren. Das heißt, er kann hier quasi auch einfach hier rumgehen. Hier runter. Euer Ernst? Ernsthaft? Man kommt dann nämlich hier raus. Da sind wir gerade runtergesprungen. Okay, bad news! Schlechte Neuigkeit. When the pump station blew, the floodgates opened up wide. Toxic goose rising fast. The sensors maxed out schnell an. Die Sensoren sind schon vor einiger Zeit auf maximal angeschlagen. Die Warnlicher spielen total verrückt. Warte, komm, ich werde hier. Da muss ich das. Okay. Das ist jetzt hier so drauf. Nein. Komm schon. Nein. Mist. Okay, so. So, jetzt. Haben wir. Jetzt gehen wir drauf und dann hier drauf und dann hier drauf. Und dann können wir Portal schießen. Ein Portal und dann durch. Perfekt. Alright, you're at Quality Control Center 95D. Und ein bisschen weiter, dann wird es nur noch ein Stück hier weiter. Ich versuche, die Luke geht zu mir für Beeilung. Ich versuche, die Schmiere aufzuhalten. Okay. Ah, hier ist ein Aperture-Würfel. Den kann ich mal hier so vorne so direkt so hinstellen, den brauchen wir später. The door won't open from the side. Die Tür öffnet sich nicht von der Seite, vielleicht gibt es einen anderen Weg drumherum. So, brauchen wir schnell das Gehre, da hat er gesagt, es ist ein anderer Weg, das ist ja natürlich auch. Noch ein blockierter Korridor, seufzen. Ja stimmt, die sind alle geblockt, ne? Noch ein geblockter Korridor, seufzen. So, Mel, warum nimmst du die ganze Zeit? Schau dich hier etwas um. Ich werde versuchen, die Anschmeigung des Spiels wieder aufzuhalten. Denke ich, dass wir nicht den ganzen Tag Zeit. Gute Arbeit, das ist auf der anderen Seite der Tür. Ja, sehr gut. Okay.
Ja, wir haben es ja jetzt gerade auf die anderen. Deswegen haben wir die Tube auch ranholen können. Ich habe mir schon hingestellt gehabt. Ja, vor? Ja, ich kann auch vornehmen. Okay. Na dann. Ich hänge jetzt fest, jetzt geht's so. Einmal durch den Schacht, ja. So. Schacht kommt man auch wieder in viel zurück. Das ist auch nicht schlecht gemacht, was ich nicht kann. Da kommt ihr nämlich nicht weiter. Da kommt nicht mit zurück. Ich habe einen Würfel hart links, weiß ich. Aber da kann man den Würfel auf jeden Fall nicht mitnehmen. Bleibt da liegen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber die Würfel brennen so. The doors are locked. So, die Türen sind verschlossen. Früher war die Verkabelung etwas seltsam. Mach einfach Maschinen aus, vielleicht entriegelt das die Tür. Try turning some machinery on. See if that also unlocks the doors. Okay, also die Türen sind verschlossen und der probiert ein paar Maschinen auszuschalten, und es klappt. Und hier ist eigentlich einfach nur ein Control und ziehen die Türen einfach auf. Nein, wow, das hat wirklich funktioniert. Großartig. Okay. Ah, genau hier. That's just great. Can't we get through a room once without stuff blowing up or blocking our way? Okay. Okay, also wir können nicht mal irgendwo durch. Also wir können nirgends durch, weil alles immer den Weg blockiert. Und dann hat er gesagt, finde jetzt wieder Wasser. Ja, genau. Jetzt aber es hier auch. Weil da oben drauf ist nämlich runter. So, das haben wir. Gehen wir oben rauf und wir gehen jetzt kurz ein bisschen hin. Was ist das so? Gehen wir runter und schießen es da ein bisschen anders hin. Jetzt ist es aus. From there, there's just the wall. Von hier aus in den Raum aber die Stöcke seines Notabflüssen in den Damm gezogen, aber die Schmiere steigt immer noch. Okay. Wow, dieser Ort ist riesig. Wer hat das gebaut? Muss ein begnadeter Architekt sein. Okay, da oben auf der Rückseite des Raums ist ein Kontrollfeld, das kontrolliert die Luke. Versucht dort hinzukommen. Okay, also wir haben einmal blau und wir haben orange, lass mich raten. Nein. Oh, stimmt, es muss erst eingeschaltet werden, genau. Ich erinnere mich. Also Pumpstation Alpha. Wo ist denn Beta, 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 Beta? Ich muss auch nennen. Nimm mal blau. So, müssen wir hier gerade schießen. Hier aber. Das ist auf der anderen Seite. Fertig. Aber hoch. Okay, und jetzt auch hier ein Portal. So. Das dreht sich schon richtig rum. Und wir haben. Diese Stelle zum Beispiel ist in der leichten Version auch überbrückt. Damals kann man komplett drüber laufen. Das ist also quasi dieser eine Vorgang wird da gespart. Ja, es ist nicht viel anders teilweise bei den leichteren Versionen. Aber schon ein paar Sachen. Ich habe die nicht gespielt, die leichte Version. Ich habe den YouTube gesehen. Ich habe zuerst gab es, glaube ich, nur die schwere Version. Glaube ich. Ich bin nicht sicher, vielleicht gab es auch schon eine Lack. Aber ich habe es, glaube ich, nicht gesehen. Also, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Das kann alles sein. Ich weiß gar nicht. Genau. Nein, ich brauche erstmal Orange. Bin ich schon nach hoch gegangen. Okay, komm. Perfekt. Dann müssen wir da ein bisschen. Sollte da. Achso, nein. Eis. Oben raus natürlich geil. Genau, das zum Beispiel ist bei der leichteren Version auch markiert, also
So, das sieht dann hier ein bisschen viel aus. Das ist jetzt eine schwere Mission. Das ist nur so eine Fläche halt. Das ist dann so eine richtig gut erkennbare. So. So, was heißt denn hier? Dieses schöne Aperture-Logo. Und. So. Meine Aufzeichnung würde sagen, dass man mindestens zwei Leute benötigt, um die Luke zu öffnen. Du bist eine Person. Das ist ein Problem. Ich bin mir sicher, das löst du. Okay. Zwei Schalter, eine Person. Kein Problem für die Portal-Lady. Für Mel. Achso, stimmt, ich muss ja doch den mittleren Teil anklicken. Weiter geht's. Oh. Ach, aber hier auch eine riesige Luke ist ja auch. Cool. Stylisch. Auch der Aufzug von Portal 2 ist einfach nur kopiert worden. Copy-paste. Das nennt man mal Copy-paste. Ah, great! Schlau, als ich dachte, nicht gerade ein Genie wie ich, direkt vor der Luke, aber es ist endlich an der Seite, dass mein Teil der Abmachung einhaltet. Nein, 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 nein. Oh, nein, was ein Mist. Nochmal hoch. Ich muss nämlich auf das Rudder. Nein! Geht doch anders hoch? Ich glaube nicht. Wenn doch, habe ich es. Weiß ich es gar nicht mehr. Habe ich es letztes Mal, als ich es dann nochmal gespielt habe, habe ich es auf jeden Fall so gemacht. So. Perfekt, das habe ich gar nicht gemacht. Ich brauche nicht runtergerutscht. Perfekt, in den Aufzug. So funktioniert das. Außer Stücke kann ich auch da drüber laufen machen. Gott. Ich hätte einfach nur drüber laufen müssen und dann auf das Rohr drauf. Okay, genau, man dreht sich hier übrigens ganz leicht. Das ist auch bei Portal 2 so, habe ich auch nicht mehr gemacht. Das ist mein Play. Ja, ein kurzer Gang vom neuen Innovation Center entfernt. Wir werden uns in Kürze treffen. Es gibt gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mehr. Wir müssen nicht mehr darum sorgen, dass wir uns lebendig ausgehen können. Da müssen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Das ist definitiv gut. Ach, ich glaube, ich sage das Kinder. Ach ja. Aperture Laboratories. Aber auch mal von nur ein Aperture-Logo. Kommt wieder. Testing, ja, man sieht, ich glaube, es kommt wieder. Ich habe es ja schon gut gespielt. Die kommen jetzt bestimmt. Denn echt. Oh nein, scheiße, ich hab dich auch noch viel zu lange überzogen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.